So, jetzt habe ich es mal mit einer anderen Qualität, mit einer niedrigeren Qualität versucht und hoffe, dass wir jetzt für euch da sind, eine Stunde lang und ja, dass alles im Fluss bleibt. Denn das wollen wir heute auch so ein bisschen als Thema euch geben. Wir haben ja geschrieben, es geht ja heute in eure Energie. Ihr könnt uns schreiben, euer Thema, wofür der Leonardo Didgeridoo spielen soll. Ja, Rosina, genau. Das sieht gut aus. Ja. Sehr schön, vielen, vielen Dank. Ja, jetzt, jetzt passt es, jetzt sind wir da und jetzt können wir für euch da sein und ein bisschen weiter mit den guten Geister rufen wir dazu. Beseitigen. Ja. Genau, wer auch immer da einfach jetzt noch mit dem Fuß auf der Leitung stand, kuschelig. Jetzt, genau. Jetzt ist es in den Fluss gekommen. Sehr schön. Das ist ja das Thema heute und kein Fluss ohne Stromschnellen. Das muss auch mal erlaubt sein. Genau, Rosina, Ton und Bild gut. Dankeschön. Danke, Rosina, für deine Rückmeldung. Super, das ist toll. So wie es Rosina jetzt macht, Ton und Bild gut, ist es ja, ja, wir sind gemeinsam. Denn wenn wir hier alleine sind und ihr seid nicht da, ja, dann ist das auch nicht so schön. Und wir sind einfach auch gerne für euch da. Und so ist es ein unendliches Fließen von euch zu uns und von uns zu euch. Und es ist super toll, wenn ihr uns im Chat Rückmeldung gebt über die Qualität oder einfach mit in die Themen einsteigt. Und ich wiederhole mich da jetzt auch nochmal. Wer also ein Thema hat, wo etwas blockiert ist, was wieder in den Fluss kommen darf, kommen möchte, dafür spielt heute Leonardo Didgeridoo. Genau. Así es, amigos. Hoy voy a tocar el Didgeridoo para un amigo que está enfermo y bueno, para todos los que quieran, ¿no? Pueden escribir en el chat y proponer su tema, lo desarrollaremos, tomaremos mate, ¿no? Y su paita, miten, doro. Ja, schönes Thema heute, das Fließen, das Fließen. Der Fluss. Ja. Genau, was ich vielleicht noch, bevor Doro in den Redefluss kommt, sagen möchte, ist, wir möchten heute ganz, ganz herzlich unseren lieben Max, unseren lieben Kameramann grüßen. Er ist heute zu Hause, ist, ja, hat ihn so eine ja, mittlere Sommergrippe erwischt und wir werden heute auch im Trommeln, im Didgeridoo-Spiel von Leonardo ihm auch ganz, ganz viel Heilungsenergie rüberschicken. Ja. Genau. Und da sind wir ja auch beim Thema. Genau. Influenza, die Grippe, kommt von Fließen, von Fluss. Da ist irgendein Einfluss. Ja. Die chinesischen Mediziner sprechen ja auch von guten Flüssen, schlechten Flüssen, alle möglichen Energien und Säfte, die dann fließen oder eben gestaut sind oder eben gestört im Fluss. Die Energie fließt, also wir haben so vieles, was in uns fließt. Nicht nur die Stromtierchen hier durch die Leitungen. Ja, so immer wenn jemand, bist du mit jemandem von chinesischer Medizin, sage ich, ja, denn Energie muss fließen, ne? So, den Yin und Yang, das ist alles, ungefähr fängt immer an. Und so. Genau.
jede Krankheit ist ein Problem von gestörtem Fluss von Säften und Wärme und Kälte und Energie. Ja, und das werden wir warten, oder es gibt jemanden schon in den Chat? Noch nicht. Und dann stelle ich euch die Frage, eben, ihr habt das jetzt so schön die traditionelle chinesische Medizin angesprochen, wo es immer um den Fluss geht, in jeder Krankheit, in jedem Krankheitsverlauf, gute Säfte, schlechte Säfte. Wenn also ein Fluss blockiert ist, etwas nicht im Fluss ist, was ist eurer Meinung nach, dann wichtig zu schauen? Ja. Was ist wichtig zu schauen? Das, wenn du spürst, etwas ist nicht mehr im Fluss. Ja, habe ich etwas, was blockiert mich? Genau, also wo schaust du hin? Es kann ja diese Blockade kann sich ja ganz unterschiedlich. Also wir sind jetzt klassischerweise in Anführungsstrichen bei den Krankheiten, ja. Aber dass etwas blockiert ist, muss ja nicht zwangsläufig eine Krankheit sein. Also etwas Körperliches. Also klar, wenn wir jetzt da bei Erkältung im Fluss, manchmal fließt es dann zu viel aus der Nase. Ja. Oder eben auch ein Schmerz an einer anderen Stelle, wo eben möglicherweise eine Blockade sitzt. Aber genauso ist es ja der Fluss des Lebens. Genau. Ja. Es gibt ja mehr Flüsse, also auch mentaler Art, Kommunikation, der Redefluss kann natürlich ins Stocken geraten, irgendwo blockiert sein, ja. Dass man nicht mehr weiß, was man sagen wollte oder will oder sollte, um bloß nichts Falsches zu sagen, aus Angst, die kann einen blockieren, dass man irgendwie, ups, was könnte der von mir denken? Ja. Erinnere da diesen uralten Blockadesatz immer, was sollen denn die Leute denken? Ja, dass man so Glaubenssatz genau. immer mitbekommen hat von daheim. Ups, was sollen die Nachbarn denken? Ja. Ups, was sollen denn die Leute denken? Ich kann dich doch nicht so rumlaufen lassen. Was sollen denn die Leute von mir denken? Ja, ich höre quasi meine Mutter noch. Das kannst du nicht machen, was sollen die Leute denken? Was sollen die Leute denken? Immer dieses so nach außen orientierte, gar nicht sich selber wertschätzend, auf sich selber achtend, sondern so den guten Schein wahren nach außen, schön konform sein, schön angepasst. Dabei ist es eigentlich nur eine Form gestörter Kommunikation, eines blockierten Kommunikationsflusses, denn ich bin sicher, viele Nachbarn, viele Leute würden sich freuen, wenn man es ihnen einfach erklärt, warum man aus der Reihe tanzt, warum man das so macht oder so. Und vielleicht würden sie ja auch gerne aus der Reihe tanzen. Vielleicht würden sie mitmachen. Genau, das ist es ja. Genau. Ja. Ja. Jeder steckt dann so in seinem, bloß nicht anders sein. Und dabei würde jeder vielleicht gern eben ganz bunt sein. Genau. Ja. Auch so ein Schluss. Du hast vor ein paar Wochen so eine Blockade, eine emotional. Ja, die sich körperlich ausgewirkt hat. Ja, genau. Und deshalb war es, ich habe auch eben geschaut, aha, wo ist die körperlich, also und was ist die Ursache, und habe ganz konsequent gehandelt, ganz konsequent gesagt, meine Grenzen gezogen und gesagt, bis hierher und nicht weiter, also bewusste Grenzen gezogen, um mich einfach wieder zu schützen, um für mich selber da zu sein, um in meiner
Kraft wieder sein zu können. Und das ist das A und O. Und vor allem nicht schweigen. Nein, nee. Ganz genau. Nee. Das ist wirklich die Kommunikation. Nicht hineinschlucken, dann vielleicht Magengeschwür oder dies oder das, wo es bei jedem, sondern wirklich hat natürlich auch etwas eben mit Mut zu tun. Bleiben wir mal bei so einem einfachen Beispiel, eben alle sind sie grün angezogen, aber du möchtest am liebsten rot sein, eben den Mut zu haben und zu sagen, ich fühle mich in einer roten Kleidung am wohlsten. Da kann ich tanzen und singen und das eben dann echt auch anzusprechen. Ja. Und wie gesagt, vielleicht kommen dann andere, die dann sagen, und ich würde gern blau tragen und ich gern gelb oder weiß. Ist oder in Ordnung, oder. Machen wir zusammen einen Regenbogen. Ja, genau. Genau, ja, das stimmt. Einfach einander in der Vielfalt akzeptieren. Ja. Der eine Fluss will rechts rumfließen, der andere möchte links rumfließen, aber zusammen können sie noch immer einen breiten Strom ergeben. Ja, ja, genau. Aber jeder kann dann so seine Windungen gehen und dann fließen sie wieder zusammen. Und auch das ist ja das Natürlichste von der Welt, dass es eine Zeit gibt des Zusammenfließens, des Parallelfließens und dann gibt es Zeiten, wo diese Zeit zu Ende ist. Genau, wo jeder mal seinen Weg fließen muss. Genau. Um wieder richtig in die Bahnen zu kommen. Richtig, in seine eigene Kraft, in seine Bahn ja. zu kommen. Genau, genau. Und das ist sicher auch die hohe Kunst oder eine hohe Kunst wirklich, diese Balance des in der eigenen Kraft zu sein, was ja gar nicht egoistisch ist, aber man eben sagen muss, stopp, jetzt muss ich in meiner Bahn fließen, um dann auch wieder für die Gemeinschaft da zu sein. Denn wenn ich mich im großen Fluss der Gemeinschaft verliere, dann tut das weder mir noch der Gemeinschaft gut. Auch wenn ich mich in irgendwelchen Stauungen und Blockaden verliere, dann kann ich als Fluss kein Schiff tragen, dann kann ich keine Lasten befördern, dann kann ich die Gemeinschaft nicht zum Nutzen bringen, transportieren. Ja, genau. Wenn ich mich irgendwo verliere in Rinnsalen und versickere, weil einfach der Fluss nicht mehr gegeben ist. Genau, genau. Dann bin ich kein Nutzen für die Gemeinschaft, dann haben andere Menschen nichts davon, dass es mich gibt. Ja, das ist richtig. Ich bin quasi verpflichtet oder ist der Gemeinschaft schuldig, in meinen Bahnen zu fließen. Ja. Und natürlich konform mit den Naturgesetzen. Absolut, ja, ja. Das ist, also da gehe ich konform. Sehr schön. Mit den Naturgesetzen, ja. Weil sie machen es uns vor. Das ist einfach, auch da ist alles im Fluss. Alles ist immer wieder ein Zyklus des Lebens, des Geborenwerdens, des Aufblühens, des Früchtetragens, des Laubabwerfens und des Sterbens. Leben und Tod ist ein Fluss, der sich bedingt. Genau, genau. Aus dem einen Fluss entspringt der nächste und ich glaube, da hat jemand ein Thema. Richtig, na, Cassiopeia, hallo, du Liebe. Hallo, Cassiopeia. Cassiopeia grüßt uns allen. Einen guten Abend. Ja, danke. Dir auch, euch allen auch. Und wie gesagt, ihr habt es schon gehört, die letzten Minuten. Das Fließen, der Fluss ist heute unser Thema. Und wir freuen uns, wie jedes Mal, wenn ihr in das Thema mit hineinfließen möchtet und uns etwas dazu schreibt, eine neue Inspiration, eine neue Richtung gibt. Also wir sind da ganz offen und freuen uns auf euer Feedback. Wir haben schon ein bisschen über den Theorien, aber es gibt auch Schmerzen. Körperlich, ne? Störungen, wegen
diese Blockaden. Ja, ne? Natürlich, ja. Ne? Bei dir war in den Oberkörper und bei dir war es in den Beinen. Ja. Ja. Das ist eben ganz unterschiedlich, wo Menschen dann eher vielleicht sowieso ihre Schwachstellen haben. Genau, da greifen und die da, als erstes an. Ja, genau. Das stimmt. Und es ist natürlich auch eben, Leonardo sagte, wir sind jetzt so in der Theorie, also wenn ihr eben sagt, bei mir ist etwas blockiert, egal ob in den Füßen oder im Oberkörper oder in der Mitte, Leonardo spielt für euch Didgeridoo. Cassiopeia schreibt, ich bemerke, dass heute das Fließen an ganz neuer Stelle zu entdecken war. Mhm. Wow! Mhm. Na, das klingt ja gut und macht uns neugierig, Cassiopeia. Mhm. Ja, und schön ist natürlich, wo auch immer Cassiopeia jetzt das Fließen neu entdeckt hat, das ist das Schöne, es immer wieder neu zu entdecken, in unserem Leben, an jedem Tag neu. Denn auch das Einatmen und Ausatmen ist ja auch ein Fluss, ein Fließen. Jedes Einatmen ist ein Ja zum Leben. Dass wir uns dessen auch bewusst sind, was da passiert. Und wenn wir dieses Leben, zu dem wir bei jedem Einatmen Ja sagen, dann eben auch jetzt in dieser jetzt ja wirklich explosionsartig aufblühenden Natur wahrnehmen. Genau. Mhm. Cassiopeia, wie Wasser, das sich seinen Weg bahnt, wenn ein Stein im Weg liegt. Ja, genau. Es fließt. Das Wasser findet immer seinen Weg. Ja. Und wenn ein Stein im Weg liegt, dann hat es viele Möglichkeiten. Es kann unten drunter fließen. Es kann versickern, um hinter dem Stein wieder hochzukommen. Es kann sich teilen. Es kann rechts und links vorbeifließen. Es kann nur an einer Seite. Oder es kann auch drüber schwappen in einer großen Welle. Also, das ist ganz kreativ, ist ja da auch die Natur. Brauchen wir uns ja nur Flussläufe anschauen. Ich hatte vorhin sowieso das Bild der Natur, ein Flusslauf und eine Biberfamilie, die da durchaus architektonisch tätig sein können, aktiv sein können und dem Wasser, ihrem Element, eine neue Richtung geben können. Dass sich das an manchen Stellen staut, an manchen Stellen dann schneller fließt, vielleicht andere Futtertiere anlockt, andere Pflanzen anlockt, manche Pflanzen umspült. Ja. Also die Biber bauen ihre Staudämme, ihre Höhlen und geben dadurch dem Fluss ihres Lebensbereichs eine neue Wendung, Richtung. Genau. Schön. Und Cassiopeia hat uns noch dazu geschrieben, wie ein Gehaltensein und das Fließen in Synchronizität viele Botschaften, das Fließen in der Synchronizität viele Botschaften sind gekommen. Die Kraft der positiven Gedanken, die Freiheit der Wahl der Gedanken. Sehr schön. Die Freiheit der Wahl der Gedanken. Und Freiheit ist ja da auch wieder so ein Schlüsselwort, möchte ich mal sagen. Genau. Gedanken frei fließen lassen. Mhm. Grundlage jeder Meditation. Lass deine Gedanken fließen. Genau. Sie vorbeifließen, halt sie nicht auf. Ja. Ja. Haben wir doch alle mal gelernt. Ja. Aber weil wir gerade beim Wasser waren, da fällt mir jetzt natürlich das Bild der Taufe meines Großneffen wieder ein. Ja. Das fließende Wasser des Glaubens, das ihn im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes in das Fließen der Aktivitäten der christlichen Gemeinde aufgenommen hat. Ja. Es ist so eine Symbolik. Ja. Alles, was fließt, das Wasser schließt ein, vereinigt. Ja, trägt auch, Bayer geschrieben hat. Ja. Ja. Mhm. Sehr schön.
trägt und gibt eben auch Freiheit. Also wenn wir jetzt schon so in dem Wasser und ich jetzt auch dran denke, in wenigen Wochen fahren wir ja nach Park. Oh ja, und das Wasser freue ich. Ich freue mich auch auf das Wasser. Also ich bin ja auch viele Jahre gesegelt, intensiv gesegelt, und das Wasser so draußen auf dem Meer zu sein, diese tragende Qualität und diese große Qualität der Freiheit, die ich da auch immer empfunden habe. Das. Grenzenlosigkeit, nicht eingeengt zu sein. Genau, genau. Hat schon was. Was ist, oder wie ist denn Meinung da, oder was meint man, wann ist in ein Schiff und schaut nur Wasser? Ja. Diese unendliche. Ja. Wie das auf mich gewirkt hat, oder? Ja. Unterschiedlich. Also, ist ja auch immer von der individuellen, persönlichen Stimmung abhängig. Ja. Für mich war es zu jeder Zeit, das kann ich schon sagen, schön, unendlich schön, diese Weite. Und mal, wenn das Meer ganz still war und es eben auch windstill war, eben diese unendliche Stille. Und mal, wenn Sturm und hoher Wellengang war, also kannst du zwar schon mal nicht so unendlich weit schauen, diese unendliche Kraft, diese Energie, die Elemente haben. Also sehr verschieden. Kann ja auf manche auch beängstigend wirken. Klar, natürlich. Oder auch Menschen, die das dann eher fürchten, weil sie sich ohnmächtig vorkommen und ausgeliefert oder verloren in der Weite des Horizonts, weil sie die Orientierung verloren haben. Ja. Du hast neulich erst ein Orientierungsseminar gemacht. Ja, genau. Und weil es ist, und es ist dann immer auch dieser, wir haben ja vorhin schon von den Krankheiten gesprochen, dieser innere Fluss, diese innere Freiheit. Deshalb blockiert mich etwas, sind Ängste da? Oder wie kann ich das wahrnehmen, was im Äußeren mich umgibt? Hast du da damals das Wasser als hilfreich empfunden, um eventuelle innere Blockaden zu lösen oder dich zu befreien von irgendwelchen einengenden beim Segeln damals Einstellungen? Noch? Ja. Nee, weil das gar nicht Thema war. Es war dieses, also wenn du jetzt, ich weiß jetzt nicht, welche Situation, also es gibt ja eben unterschiedliche Situationen, wie ich gerade sage. Wenn wir jetzt mal so sagen, Sturm, Unwetter zum Beispiel, ja, dann habe ich, in mir war es so, dass wir waren zu zweit, eine Situation, wir waren zu zweit, ich mit meinem damaligen Partner segeln, und es war ein wirklich heftiges Unwetter. Es waren viele, viele Gewitter, und es gibt dann einfach unterschiedliche Möglichkeiten beim Segeln. Du kannst sagen, du gehst rein in eine Marina, in einen Hafen und schaust, dass du dich recht fest vertaust. So. Oder es gibt die Variante des Abwetterns, also rausgehen aufs Meer. Und dafür hatten wir uns entschieden, und das war auch eine wirklich, wirklich kluge Entscheidung. Denn am nächsten Morgen, genau in der Marina, die dann nahe war, da hat es nämlich wirklich Schiffe rausgehoben. Das heißt, es ist Angst, aber musst du noch mehr an offene Meer gehen. Ja, weil du dann die noch größere Sicherheit, weil das kommt mir jetzt so gerade, das ist schon toll, weil diese
Freiheit, diese Unendlichkeit, ist mehr Sicherheit als vermeintliche Sicherheit des Festhaltens. Ja, ja. Genau. Das habe ich im Prinzip gemeint. Wenn du dich fühlst wie in einer Sackgasse, es geht nicht mehr weiter, du weißt keinen Ausweg mehr, alles ist irgendwie dicht, zu, blockiert, abgesperrt, dass du dann das Bild des tobenden Wassers, dieser entfesselten Naturkraft quasi auf deine Situation einwirken lässt und wirken lässt und dadurch zu einer Befreiung oder zu einem befreienden Gedanken kommst. Also für mich war es vielleicht damals in dem Moment nicht so. Nee, weil es für mich ganz in, konkret, du musst weil du musst einfach in einer solchen Situation ganz präsent sein im Hier und Jetzt. Jeder Handgriff muss sitzen, den du da tust. Also wir hatten nur die ganz kleine Sturmfock gesetzt, damit du nicht ganz so wie eine Nussschale durch die Wellen geworfen wirst. Und du kannst immer nur mitgehen. Ja. Ja? Natürlich muss einer auch an der Navigation sein und schauen, kommt ein Riff, kommt eine Insel oder. Aber trotzdem ist es das Beste, dort in diesen Fluss der Unwetter zu gehen. Ja? Und für mich waren die Energien, ich stand am Steuer, und für mich waren diese Energien so gewaltig, dass ich mich dem einfach nur ganz hingegeben habe, dieser unendlichen Kraft in meiner ganzen inneren Ruhe und Konzentration. Und ich glaube, das war ein gutes Team, diese wilden Energien ringsum, ich in meiner Mitte. Ja, wow. Und den Adrenalin? Nee, ich war ja still. Ich war in meiner Mitte. Ich war ganz in Ruhe. Also das sind, ja. Ah, Cassiopeia, eine wunderbare Geschichte zum Loslassen, Ute, danke. Ja, gerne. Wow, schön. Freut mich, wenn das auch so eine kleine Loslassgeschichte ist. Ja, schön, das kam ihm wirklich gerade, dass dieses in das vermeintlich Wilde zu gehen, die größere Freiheit ist, als sich ganz festzuschnallen. Schön. Ich glaube, sind wir schon eine halbe Stunde im Fluss. Wirklich? Ja, wirklich. Wir sind schon so lange. Sind schon eine halbe Stunde im Fluss. Und ich möchte euch einladen, den Fluss der Trommelklänge zu lauschen, mit einzusteigen ins Trommeln. Und möchtest du, Leonardo, im Anschluss ans Trommeln Didgeridoo spielen, im fließenden Übergang? Und ich möchte dann sagen, vielleicht für den Max, im fließenden Teil Energien rüberschicken. Konnte wir zusammen spielen. Okay, du spielst Didgeridoo und wir trommeln? Ja. Das können wir natürlich auch machen. Ja, ne? Ein Zusammenfluss. Ja. Über dem Fluss der Töne können dann alle lauschen oder schicken wir Energie an den Mag und an alles. An alle, wo etwas blockiert ist. Ja, genau. Ja, schön. Ja. Gut. Also öffnet eure Ohren dem Fluss der Töne. Ja. Und euer Herz. Und euer Herz natürlich. Genau. Heilende Energien. So. Und während sich jetzt noch Domo und Leonardo vorbereiten und auch ihr euch vielleicht jetzt einfach bequem hinsetzt oder auch eure Trommel zur Hand nehmt, sage ich euch natürlich gern, was die Indianertrommel uns sagt. Die Indianertrommel sagt, was erregt ist, beruhige ich, was erschöpft ist, belebe ich, was zerstreut ist, sammle ich, was starr ist, löse ich. Berühre mich, wie du Menschen, Tiere, Pflanzen
und Erde berührst. Berühre mich sanft und sicher. Thank you.
Danke schön. Danke euch. Danke schön. So schön. Wie war es für dich? Ja, wer da den Atem, den Rhythmus, die Töne und die Schwingungen nicht hat fließen spüren können, hat was verpasst. Ganz einfach. Heilsam. Ja. Ja. Auch ja, irgendwie anreizend zu fließen, weiter zu fließen. Ne? Fließende Energie. Genau. Fließende Energie. Genau. Wow. Wirklich schön. Ja, es gibt schöne Momente auch in unserem Leben, ne? Also in alle, ne? Und das ist so besonders schön, solche. Ja. Und diese kleinen Momente so wahrzunehmen eben auch. Weil, was heißt denn klein? Es sind kostbare Momente. Und es spielt gar keine Rolle von Zeit und Raum. Mhm. Ja. Das ist auch eine Art von Wissen, wo man ständig für Zuwachs sorgen sollte, nämlich sich vervollkommnen in der Fertigkeit, diese kleinen Momente aufmerksam wahrzunehmen, zu erkennen, auch wenn scheinbar alles blockiert ist und alles nicht mehr weitergeht und alles irgendwo sich festgefressen, festgefahren hat, dann so einen kleinen Ausgang im Fluss wieder wahrzunehmen und solche Energieflüsse zu genießen. Ja, und vor allem, ich bin jetzt schon gleich ganz reingeflossen und sehe, wenn sich dann ein so ein kleiner Moment an den nächsten reiht und der nächste und der nächste und der nächste und der nächste, dann sind wir mitten im Fluss, den kleinen, schönen. Wenn dein Tag voller solcher Fließmomente ist, dann kann sich da gar nichts mehr stauen und blockieren. Genau, genau, so ist es, ja. Mache ich den Ton wieder etwas lauter, genau, weil ich ihn vorhin runtergedreht habe, ja. Ja, ihr Lieben, wie war es für euch? Ist etwas in den Fluss gekommen, ins Fließen gekommen? Teilt es uns mit, wir freuen uns darüber. Ja, wie war es für dich? Du hast dich ja jetzt auch noch in eine körperlich besondere Stellung gebracht, um einfach mit uns im Bild zu sein, mit dem Didgeridoo-Spiel. Hast du noch eine besondere Hürde auf dich genommen? So wie ungefähr, ne? Ich glaube, den drei, wir waren so in eine Richtung, ne? Geflossen. Genau. Ich habe das Krokodil auf dem Didgeridoo im Blick gehabt und habe dann so richtig aus dem rhythmischen Didgeridoo Atem fließen, dann die Wellen des Flusses gespürt, in dem das Krokodil dann womöglich in Australien sich bewegt. Schön. Und die Cassiopeia schreibt uns, wundervoll und sehr interessant, was sich im Energiefeld gezeigt hat. Wie ein Stein, der weggeräumt wurde, zurück in den natürlichen Liebesfluss. Wow, Cassiopeia, tausend Dank. Und vor allem, du weißt es gar nicht, hast mir ja jetzt ein geniales Stichwort gegeben, nämlich den Liebesfluss. Weil in dem Moment, ich habe jetzt nur mal hier den Flyer in der Hand, wir hatten ihn ja auch schon rumgeschickt in unseren Mailverteilern, unserer nächsten Schwitzhütte am Vollmond, Samstag, den 25. Mai. Und das Thema ist ja eben Liebesfluss, sich dem Licht entgegenstrecken und immer wieder die Liebe einladen, die Liebe blühen
lassen, die Liebe ins Fließen bringen. Und die Schwitzhüttenzeremonie ist natürlich ein ganz, ganz wunderbares Ritual, um wirklich etwas loszulassen, um etwas in den Fluss zu bringen. Und Cassiopeia schreibt uns noch, Erzengel Azrael ist heute mit uns, mit seiner besonderen Kraft. Mhm. Wow, das ist ja toll. Ja, vielleicht magst du uns noch sagen, welche besondere Kraft er hat, weil ich bin nicht so bewandert und vielleicht Israel sagt mir jetzt in dem Moment möchten auch andere nicht. Auch noch etwas wissen. Du bist ja, ich möchte mal sagen, du bist auch dabei. Schön. Ich werde die Strahlen des Mondlichtes, des vollen Mondes silbrig mich umfließen lassen. Schön. Und das genießen. Schön. Ja, und vor allem direkt an unserer Schwitzhütte, an unserem Schwitzhüttenplatz ist eine Quelle. Toll. Ja. Oh, ja. Sowas ist ja genial. Das ist sehr schön. Und was ich eigentlich sagen wollte, du bist ja wirklich unsere treueste Schwitzhüttenbegleiterin. Also seit über 4 Jahren, also ich weiß nicht, wir können an einer Hand abzählen, wo du mal nicht dabei warst. Und nur weil du fast den Kopf unterm Arm getragen hast. Sonst warst du ja immer dabei. Ich bin einfach privilegiert und durfte schon so oft diese Energie genießen. Und danke. Und wie ist das eben für dich, dieses Thema Fließen, Loslassen, ins Fließen bringen? Hast du das erfahren dürfen in den Schwitzhütten auch? Oh ja, da ist einiges. Ja, Fließen ist Bewegung. Mhm. Jeder Fluss ist in Bewegung und alles, was sich ändert, jede Veränderung ist Bewegung. Und umgekehrt, jede Bewegung bringt eine Veränderung mit sich. Da hat sich einiges getan in meinem Leben und in meiner Einstellung, auch in den Gedanken, ja. In meinem Gedankenfluss und ja. Reflux, nicht ösophagiales Blödsinn, also wirklich im Hin- ja. und Zurückfließen ja. der Gedanken, denn ja. die Gedanken, die ich aussende, kommen ja, ja. von anderer Seite verstärkt zu mir zurück. Und ja. da hat sich so viel bewegt, dass ich wirklich Schwitzhütten als ja, kräftige Energieerfahrung nur ja, immer wieder schön. Empfehlen und genießen kann. Schön. Also schön. Das ist die unmittelbarste Naturenergie, die ich ja. bis jetzt erfahren habe, ja. Im positiven ja. Sinne. Also ja. 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 Schön. Das bringt sehr vieles ins Fließen, nicht nur den Schweiß. Schön, also sprichst mir ja. aus dem Herzen, weil ich liebe es ja auch, also deshalb habe ich sofort bin ich hineingeflossen in ich ja, bin immer begeistert, wenn ich ja sagen kann, ja, ich bin dabei, passt, ja, das, weil ich mich freue auf die Veränderung. Ja. Ja. Es ist ja heutzutage so vieles Alltag, so vieles immer wieder gleich. Man geht früh montags früh auf Arbeit, man kommt abends nach Hause, man isst Abendbrot und man legt sich schlafen. Oder man streitet sich noch ein bisschen mit dem Partner oder man lässt noch ein paar Fernsehenergieströme fließen, aber meistens nichts Gescheites. Und wenn man da mal seine Gedanken auf was anderes lenken kann und auch ein paar Einflüsse von außen spürt, denn die Geistwesen, die ganzen Wesenheiten, die Spirits, die einen da, die wir einladen und die uns dann besuchen in der Schwitzhütte, die wirken unmittelbar. Ja. Die wirken sowas von spürbar. Ja, ja, ja. Diese Situation, da muss man gar lange meditieren, da muss man gar oft irgendwie sich in Trance versetzen und trommeln und reisen, bis man diese geballte Energie, diese natürlich. Strömende Kraft ja. so wahrnimmt. Ja klar, ich lade ja den Tanz der 20 ein, eben. Ich rufe 20. Da ist dermaßen was los, ja, da ist ja, wirklich ja. Tanz in der Hütte. Ja, schön. Und, ja, das kann man jedem nur empfehlen, der es noch nicht gemacht hat. Schön, danke. Den anderen natürlich auch. Ich möchte noch vorlesen, weil ich ja Cassiopeia darum gebeten habe, uns zu
Rael etwas mehr zu schreiben. Und sie schreibt noch, er steht hinter Doro. Seine Kraft hilft beim Überschreiten von Grenzen. Seine Farbe ist milchig weiß. Er hilft Menschen, die beraten und heilend wirken. Es wundert mich, dass er... Es wundert mich nicht, dass er da ist. Ah, okay, also, und jetzt, hihihi, sie lächelt, sollte das heißen. Okay, ja. Ja, schön, vielen, vielen Dank mit deinem großen Wissen über die Engelwesen. Sehr schön. Ich bin gespannt, welcher von ihnen, ich werde ganz besonders schauen, uns in der Schwitzhütte begleitet. Ich werde sie auch alle einladen. Genau, ich erinnere dich daran, okay, wenn du einen okay. vergessen solltest. Genau. Also am Wochenende habe ich nochmal ein Buch gelesen, im Prinzip ein christliches Pamphlet, aber über Engel als Wanderer zwischen den Welten. Ja. Über Schutzengel und ja. Engel in der Bibel und Engel im Christentum allgemein und ja. Engel als Verkünder, als Strafer, als Beobachter und so. Sehr interessant. Also, Ein erster Engel. Wow. Leonardo, jetzt sag du doch mal was zum Fließen. Du bringst dir, ich sag's so, wie es gerade mir auf der Zunge liegt, das Feuer zum Fließen. Ja. Die Steine so glühend heiß, du bist im direkten Fluss mit dem Feuerwesen. Ja, genau. Ja. Man verwindet sich mit dem Feuer und an dem Feuer gibt diese Steine, diese glühenden Steine vor dem weiter Fließen von den Teilnehmern. Ne? Ja, natürlich, natürlich. Und dann ist eine so und dann geht so und dann noch weiter. Ne? Immer Bewegung. Ne? Ja. Das ist denn, es gibt keine Stillfeuer. Ne? Feuer immer. Tanzt immer, ja, natürlich. Ja. Die Flammen um die Steine herum. Ja, genau. Verbindet Feuer und Wasser als Elemente. Wenn sich die Flammen um die Steine herum ihren Weg suchen, so wie sich Wasser auch um Steine herum seinen Weg sucht. Genau, so ist das, ja. Wenn man sonst immer sagt, Feuer und Wasser sind Gegensätze, sind sich ähnlicher, als man glaubt. Genau, genau. Und auch in der Schwitzhütte dann verbinden sie sich ja. Leonardo bringt ja die glühend heißen Steine rein zu uns in die Schwitzhütte. Und wenn ich dann das Wasser aufgieße, drüber gieße, dann beginnen sie ja auch zu singen. Richtig. Diese Vereinigung von Feuer und Wasser ist Gesang. Und die Energie der Düfte, der Kräuter, die dann wie Geistwesen sich teilweise wirklich erheben, das ist einfach beeindruckend und nachhaltig. Genau. Und Cassiopeia hat noch geschrieben, oh ja, das wird wohl auch eine Engelschwitzhütte. Ja, eine ganz neue. Das hatten wir noch nicht. Das ist meine neue... Attitüde, wow, schön. Mehr Anregung. Oh, danke, danke Cassiopeia für dein mit uns Fließen und euch allen anderen natürlich auch, dass ihr so schön mit uns fließt, wenn jetzt eben in der Aufnahme das Fließen ist. Das ist ja, auch das ist ja, ich sagte es zu Beginn der Stunde ja schon, dieses Geben und Nehmen. Und es ist im Moment so, dass eben der Redefluss von uns zu euch in euch hineinfließt und ihr es aufnehmt. Und ihr uns wieder beeinflusst durch das, was ihr uns schreibt. Genau, genau, ja. Ja, noch schmackhafter kann man es nicht machen. Ja. Schön. Also, ich hoffe natürlich auch, mein Husten gerade,
weil ich so viel geredet habe, Leonardo, bekomme ich bitte noch einen Schluck Mate. Ja. Unser Spiel hat eben wirklich auch die heilenden Energien zu Max und zu allen, ja, für die sie jetzt wohltuend gewesen sind, aufgenommen. Und wenn ich jetzt schon wieder einen Blick auf die Uhr werfe, ich fasse es nicht, ist schon gleich die ganze Stunde vorbeigeflossen. Oh, Zeit verfließt, verfliegt und verfließt. Wahnsinn. Und dann möchte ich euch, der Doro und dem Leonardo, die Krafttierkarten in die Hand geben und bin gespannt, was für ein Krafttier sich uns heute zeigt. Letzte Woche, als die Timea da war, das war ja auch so eine schöne Sendung, so ganz im Fluss, hast du sie gesehen? Ja, ich habe sie mir angeschaut. Schön, schön. Das ist auch immer wieder eine tolle Energie mit der Timea hier. Die Timea hatte ja die Kuh zu uns gebracht. Fülle und Segen. Und ich übergebe... Das hat sich bewahrheitet, by the way. Ja! Fülle und Segen erleben dürfen letzte Woche. Ja, schön. Genau. In aller Form. Genau. Ja. Ja, Leonardo mischt nochmal durch. Und du sage. Und? Du sagst Stopp. Ich soll Stopp sagen? Ja. Und du sagst Stopp. Ich sag Stopp und du ziehst dann. Einfach. Ah ja, super. Okay. Stopp. Jetzt machen wir es ganz wie Timea. Ja, dann. Das sind mehrere. Auch was in den Fluss kommen muss. Oh. Wir haben die Maus und die steht für Gerechtigkeit. Wow. Das ist ja schön. Ist ein Fließen von Bewegungen der Waagschale. Upsala. Von Justitia. Kann man den Bildschirm folgen? Ja, ich halte sie mal so ein bisschen in die Kamera. Du darfst gern weitersprechen, Doro. Ja, für mich hat die Maus irgendetwas... Sie ist in der Nahrungskette ein ausgleichendes Glied. Ja. Und sorgt für Gleichgewicht. Und deswegen ist diese Bedeutung für Gerechtigkeit durchaus berechtigt. Und die Maus bewegt sich ja auch sehr viel. Und meistens fließt sie natürlich mit den Veränderungen in ihrer Umgebung, in der Natur. Ja. Was wächst, wenn das Futter wächst. Oder sie bewegt sich dorthin, wo ihr Futter ist, wo ihre Lebensumgebung ist. Mhm. Also sehr anpassungsfähig und so anpassungsfähig wie Feuer und Wasser. Ja, sehr schön. Haben wir schon wieder so ein paar Parallelen, die mir jetzt nur in den Kopf kommen. Sehr schön. Uns grüßt der Jürgen, er sagt Hallo. Kasia Paya sagt, hallo Jürgen, ein Genuss, diese Stunde erleben zu dürfen. Wunderbar, vielen Dank. Und der Jürgen grüßt uns nochmal einzeln. Hallo Ute, hola Leonardo, Christi, Doro. Servus Jürgen. Und servus Max, der Max ist heute nicht da. Der Jürgen hat sich jetzt erst eingeschaltet und konnte das gar nicht wissen, hat er noch gar nicht mitbekommen. Genau. Ja, die Maus. Also, das ist schon spannend. Die hatten wir, glaube ich, noch nie. Die hatten wir noch nie. Also, ich kann mich, also, ich kann mich auch nicht erinnern, in diesem über einen Jahr unserer Sendung. Ja, und so, ja, und ich, 72 Karten sind es. Na, wir hatten bei weitem noch nicht jede, weil wir hatten ja manchmal schon doppelte und dreifache auch schon, genau. Die Mausgerechtigkeit. Wo ich so ein Gerechtigkeitsfanatiker bin. Also, ja, wie solltest du dann eine andere Karte ziehen? Genau.
Kriegen wir das hier so ein bisschen hin, Leonardo, dass sie hier... So, stellen wir so ein bisschen rein. Genau, dann schaut sie. Ja, Cassiopeia, ich wünsche euch einen schönen Abend und eine geruhsame Nacht. Oh, leider Bild weg. Oh, also ich sehe uns noch, aber vielleicht sollte das ja jetzt dann genau der Abschluss sein. Ja, vielleicht das war die Maus. Und seht ihr uns noch? Genau, wenn ihr uns noch hört und seht, dann ja, wünschen wir euch eine gerechte Woche im Fluss. Im Fluss der Körpersäfte, der heilenden Energien und der Gedanken. Ja, und der Liebe. Und natürlich der Liebe. Normal. Hasta la próxima. Ja, wieder da. Gut, also wir sind nur da. Schön. Also, ihr Lieben, gute Zeit. Ciao, bellissimi. Adios. Ciao.